Hallöchen und willkommen zurück zu Haus Flipper. Wir haben die letzte Folge das Haus fertig renoviert und mir ist aufgefallen, total blöd, das war doch ein Haus mit Geheimnis. Wir haben das Geheimnis gar nicht ergründet. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich das gerendert habe und dachte, oh fuck, irgendwie blöd. Ja, who cares? Blöd gelaufen. Das wäre dann wieder die Möglichkeit, spielt es selber, findet das Geheimnis selber raus. Wir werden es hier in diesem Let's Play wohl nie erfahren. Und dadurch, dass wir dieses Haus gemacht haben, werden wir jetzt in unser Postfach gehen und mal den Leuten weiterhin helfen. Wir haben hier noch 6 Stück, 8 hatten wir offen, mit 2 Bunkern am Ende. Ich bin mal gespannt, ein Kindergarten. Oh. Ja, wer das Horror-Let's Play guckt aktuell, weiß, dass Kinder nicht so meins sind. gut, wir werden erstmal einfach anfangen und das Haus streichen. Mal gucken, was der Tim möchte. Hallo, zusammen mit meiner Frau haben wir ein Haus gekauft und wir sind nun fast fertig. Ich möchte Sie bitten, die Wände zu streichen, da wir der Ansicht sind, dass alles in Weiß einfach zu langweilig ist. Okay, meine Wohnung ist auch komplett in Weiß, okay. Auch die beiden fehlenden Klimaanlagen sowie 2 Heizkörper müssten installiert werden. Oh, Klimaanlagen hatten wir noch gar nicht, okay. Ich hoffe, dass das nicht so lange dauern wird, denn wir würden bald gerne einziehen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Starr. Ja, gut, dass hier kein Datum steht, denn ich glaube, diese Quest bzw. diese E-Mail ist schon länger in unserem Postfach. Es wird gar nicht lange dauern. Wir machen das jetzt sofort und dann ist auch alles cool. So. Du musst noch 70 Fortschritt erreichen, um diesen Auftrag abzuschließen. So, so. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Das hier ist weiß. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht jeden Raum streichen müssen. Hier fängt es an. Oh, natürlich wieder eine offene Küche. Es ist ja auch... Guck mal, das hatten wir das nicht auch? So hätte man es machen können, meine Lieben. So hätte eine coole Küche aussehen können. Unsere sah anders aus. Mit einem Wohnzimmer ohne Fernseher ist schon fast seltsam, aber okay. Tata, dann ist hier noch, oh Gott, hier, das ist, manchmal ist das echt ein bisschen verwinkelt. Das ist ein sehr lieblos eingerichtetes Schlafzimmer. Natürlich mit Terrasseneingang. Okay, machen wir wieder zu. Was haben wir hier? Hier ist auch ein Zimmer. Wow. Kann natürlich auch sein, die wollen es erst gestrichen haben und dann richten sie es ein. Ne? Dass jetzt erstmal so das Notdürftige drin ist, dass man hier leben kann. Hier fehlt der Heizkörper. Nur Schlafzimmer, ne? Was ist denn das Bad? Das muss das Bad sein. Oh. Okay, also dafür... Boah, das würde mich ja ankotzen. Du hast hier eine riesen Bude, ja? Du hast 1, 2, 3. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Ah, ins zweite Bad. Okay, dann ist es gar nicht mehr so scheiße. 3 und... Nee, das war's. Okay, du hast 3 Schlafbereiche. Und wenn du dann nur dieses Kack-Mini-Bad... Weißt du, du kommst hier rein und musst die Türe schließen, damit du überhaupt hier rankommst und musst wirklich abschließen, weil sonst kommt irgendwie der kleine Bruder rein und dusch, hast ja erstmal den Türknauf im Rücken hängen. Es ist ja furchtbar. Nee. Okay. Dann machen wir jetzt Raum für Raum. Hier müssen wir nichts machen. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen Küchenbereich. Was müssen wir hier machen? Ein Gerät montieren, die Fenster reinigen und mit den Farben Kakao und Sandmandel streichen. Okay. Dann fangen wir mal mit den Fenstern an. Das habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen. Machen wir das immer als erstes. Fenster reinigen. So. Und einmal hier. So. Dann hier. Dann sieht man auch mal wieder was. Theoretisch müsste ich, glaube ich, auch so langsam meine Fenster mal putzen. Aber es wird jetzt wieder Herbst. Die werden ja jetzt eh wieder dreckig, ne? Macht auch irgendwie keinen Sinn. Kann man ja irgendwann, wenn es so dreckig ist, mit einem Schaber den Dreck so abschaben.
Aber solange man da noch durchgucken kann, finde ich es alles cool. So, das haben wir fertig. Jetzt montiere die Geräte. Kann es sein, dass das... Ah, ich habe es mir schon gedacht. Hier kommt eine Klimaanlage hin. Dann werden wir die doch mal direkt machen. Klima. Ist das jetzt eine Einbau-Klimaanlage? Nein. Doch, mit Bindestrich. Also das Spiel ist doch echt... Ja, was anderes sehen wir hier, glaube ich, nicht, ne? Eine Einbau-Klimaanlage. Die... Ach, okay, mein Einkommen ist noch nicht hoch genug, dass ich die kaufen kann. Gibt's denn eine günstigere Klimaanlage? Ihr seid ja lustig. Wo ist denn hier Elektro und so? TV HiFi? Nee, irgendwo gab's doch... Haushaltswaren? Nee, Haushaltswaren dürften das nicht sein. Was ist das für ein Wasserkocher? Wer kocht denn so sein Wasser? Deckenventilator. Nö. Sofas, sonstiges. Bin ich jetzt gerade doof? Wahrscheinlich. Gibt's hier keine Elektronik? Da war ich hier drin. Anschlüsse. Heizkörper, Lichtschalter, Einbau, Klimaanlage gibt's. Wenn es nur die gibt, dann müssen wir scheinbar erst alles andere machen, damit wir diese Kack-Klimaanlage bauen können. Boden, Fliesendecken, Farben, Fotos, Gips. Wow, Haushaltswaren, Küche. Ja, Küche macht es ja keinen Sinn. Laminat und Innenausstattung. Wow. Paneele, Pflanzen, Schränke. Nee, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Sonstiges vielleicht noch. Aber wir haben es ja eigentlich oben bei Anschlüsse. Bei Anschlüsse finde ich, naja. Ist jetzt suboptimal gewählt, der Begriff, ne? Aber Wasserkocher? Nö. Okay, dann machen wir halt erst die Farben, die ich wieder vergessen habe. Kakao und Sandmandel. Okay. Kakao. Wir kaufen erstmal ein. Ich muss erstmal gucken, wie die Farben aussehen. Sandmandel. Damit ich entscheiden kann, was ich wo streiche. Weil... Spontan hätte ich gesagt, das Dunkle hier in die Küche, wobei sich das mit dem echt beißen wird, ne? Also vielleicht doch lieber den Sandmandel hier hin und den Kakao hier hinten hin. Wir gucken mal. Das ist jetzt Kakao. Mache ich jetzt einfach mal hier hin. Puh. Okay. Planänderung. Das da wird Kakao. Und wir könnten das hier noch Kakao machen und ansonsten Sandmanne. Ich glaube, da sind wir besser mit dran. Oder wollen wir hier die ganze Ecke? Aber dann ist die Ecke sehr abgedunkelt, ne, durch den Kakao. Ich finde es aber auch schwierig, hier die komplette Längsseite so zu machen. Wir fangen einfach mal hier... Lass mich durch. Ich muss Farbe an die Wand klatschen. Fangen wir hiermit an. Schwierig. Weil sehr dunkle Farbe. So. Seht ihr, was ich meine? Das ist schon echt arg dunkel. Also wir könnten noch hier so rumgehen und das alles hell machen. Weil das können wir jetzt auch ein bisschen aufbrauchen tatsächlich. Ich kann es nicht verkaufen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich kann da gar nicht Farbe dran klatschen scheinbar. Ich will den Schrank nicht verschieben. Bin jetzt ein bisschen faul. Lass mich. So. So.
gucken wir mal, wie wir das aufkriegen. So. Ist schon sehr dunkel, aber gut, wir machen jetzt hier noch. Das machen wir jetzt auch noch. Oder machen wir die Ecke auch noch? Und dann das alles in Sand wandeln. Gucken wir mal. Ich finde nämlich, also wenn wir dieses Kakao genommen hätten, okay, es hätte hierzu gepasst, aber dann ist der ganze Raum so krass dunkel, oder? Also dann hast du das Gefühl, du kochst in der Höhle. Ist ja eigentlich nicht Sinn. Sinn der Sache, ne? Dachte ich zumindest. Also die Farbe Kakao ist schon cool, aber auch echt dunkel, ne? Aber vielleicht hättet ihr es ja auch ganz anders gemacht. Könnt ihr mir ja gerne mal erzählen. Oder hättet ihr alles in Kakao gestrichen? Und nur Akzente in hell oder andersrum alles hell und Akzente in Kakao? Die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. So, ich glaube, ich streiche einfach mal, wie weit ich komme und der Rest wird Kakao. Wahrscheinlich an so einer ungünstigen Position. Dass es dann scheiße aussieht, wenn es in Kakao übergeht. So. Wieder vorbei. Mit den Fenstern natürlich geht sehr viel Farbe drauf, ne? So, also theoretisch hört es hier auf. Ich würde aber, glaube ich, den Essbereich noch reinnehmen. Also ich, bis hier würde ich, glaube ich, auf jeden Fall noch streichen wollen. Mal, wie viel der Eimer hergibt. Vielleicht schaffen wir ja noch die ganze Front. Das wäre schon wünschenswert, ehrlich gesagt. Farbe ist da nicht mehr, aber ich glaube, die Wand schaffen wir noch. So. Und der Rest wird Kakao. Also die Wand hier noch. Okay. So, und wie ihr sehen könnt, wir können es nicht verkaufen. Können es an den Rand stellen. Ja, keine Ahnung. Okay. Aber wir haben jetzt genug
Geld für die Klimaanlage. Immerhin. Hä? Du kannst bei Klima... Ja, habe ich doch. Einkommen 1312. Warum kann ich denn die... Ich muss einen entsprechenden Platz finden, um dies zu montieren. Hä? Ach so, ich dachte, das muss ich da dran machen. Okay. Ach, das ist das Ganze. Na denn. Was muss ich da machen? Aha. Aha. Mhm. Ach so. Jetzt habe ich... Ja, wir sind jetzt auch Elektroniker. Okay. Weil wir auch voll den Plan haben, was wohin muss. Ist okay. Und schraub, schraub, schraub. Und andere Seite. So. Da ist nix, okay. Aha. Okay, so wird eine Klimaanlage angeschlossen. Jetzt wissen wir es. Wir sind mit diesem Raum fertig. Sehr gut. Wahrscheinlich wird jetzt jedes Schlafzimmer einzeln. Was haben wir hier? Im Flur haben wir keine Aufgaben. Dann gehen wir in das große Schlafzimmer. Montiere die Geräte. Ah, schon wieder so eine Klima. Das wird aber echt teuer. Streiche mit den Farben heller Pfirsich und reinige die Fenster. Gut, wir machen wieder das Einfachste zuerst. So. Okay. Das kann man nur öffnen. Dann machen wir jetzt am besten direkt die nächste Klima. So. Dann haben wir es fertig. Streichen können wir, das geht dann nämlich ganz fix. So. Haurinda. Hä? Ich bin noch gar nicht fertig mit der Seite. So. So. Und schrauben. Wobei, es geht schneller als die Dusche. Die Dusche ist echt jedes Mal so... 3 Jahre später. Da geht das ja noch relativ fix. So. So. Ah, das, ja, so. Und die Klappe drauf und fertig. So, und jetzt brauchen wir den hellen Pfirsich. Kaufen erstmal ein. So. Und dann geht's los. Ich musste mal eben gucken, meine Katze ist am Kühler des Aquariums. Das ist dann sehr ungeil. Das Teil war teuer. Jetzt ist sie weg. Gut. Das ist dann der Vorteil, wenn der Raum nicht so riesig ist. Man hat doch alles im Blick. Andersrum hört man aber auch alles. So. Und weiter. So.
weiß nicht, ob wir mit, also ob wir noch so gut geskillt sind, dass wir hier mit einem einmal auskommen. Das ist mit den Fenstern halt immer furchtbar. Weil du hier für jeden Pipi-Kram die Farbe weghaust. Was fehlt? So. Dann einmal hier und hier. Ach, guck mal, hier ist das auch so kacke. So. Keine Farbe mehr. Ich glaube, wir müssen eine zweite kaufen. Ich befürchte fast. Leer. Komm schon, halt durch. Ich will jetzt nicht für zwei Waren nochmal ein neues kaufen und dann nicht verkaufen dürfen, das ist doch echt kacke.